mein Name ist Florian Lese. Ich möchte hier tatsächlich den ersten Use Case vorstellen. Ich bin in NFDI for Biodiversity erstmal so reingerutscht oder gezogen worden von der Birgit Gemeinholz und bin sehr glücklich darüber, weil es eine ideale Chance ist, gerade in so einem neuen Feld, wo es um neue Daten geht, wo ziemlich viel Wilder Westen auch noch herrscht, um vielleicht Strukturen zu schaffen, die uns allen helfen. Für wen stehe ich hier? Einmal ganz kurz, natürlich für mich und mein Gehirn und meine Gruppe, aber insbesondere war ich jetzt 5 Jahre lang Leiter der Cost Action DNA Quanet, ein großes paneuropäisches oder noch darüber hinausgehendes Netzwerk mit 500 bis 600 Mitgliedern aus 49 Nationen. In dem Netzwerk haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man diese neuen DNA- und Umwelt-DNA-basierten Daten nutzen, vergleichbar machen, dass man belastbare Trendinformationen ableiten kann, dass man es tatsächlich auch in den Behörden für die Bewertung zum Beispiel des ökologischen Zustands im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie nutzen kann. Wo können wir standardisieren etc. pp. Ähnlich wie heute Morgen bei den Diskussionen über GF Bio waren es sehr intensive, auch kontroverse Diskussionen, aber wir haben häufig tatsächlich Konsens gefunden oder zumindest Konturen abstecken können, wenn es darum geht, die Daten zu nutzen und wie weit sie eben belastbar oder nicht belastbar sind. Kommen wir zu der Frage. Der Vortrag hat ja zwei Themen. Was geht noch nicht, also was fehlt? Und wenn man sich die Frage stellt, was geht, dann muss man sagen, enorm viel können wir abkürzen. Wahnsinnig viel. Man müsste sich vielleicht erfragen, warum sollte es auch nicht gehen? Denn DNA-basierte Identifizierung, das sind eigentlich alles alte Hüte. Die Sequenziermethode, die wurde entwickelt, bevor ich geboren wurde. Die PCR, da war ich im Kindergarten. Hier die ersten Studien, wie man Bakterien über DNA-Arten oder Strains zuweisen kann. Da war ich in der Grundschule, also das ist eigentlich bekannt. Wir nutzen das in der Forensik. Wir nutzen das, wenn irgendjemand nicht seine Alimente zahlen möchte. DNA liefert sehr, sehr klare Hinweise darüber, wer hier Verursacher von was auch immer war. Also, aber es ist trotzdem eine Revolution, diese DNA-basierten Methoden. Und das ist weniger die Tatsache, dass man mit DNA Urheberschaften zurückverfolgen kann, als die Tatsache, dass wir jetzt eben über diese Einzelnachweise hinausgehen können und über diese Umwelt-DNA, aber auch über Umweltmischproben, wie man hier rechts sieht, ganze Lebensgemeinschaften mit Hunderten, mit Tausenden, mit Zehntausenden Arten, die dort vorkommen, erfassen kann und teilweise auch nicht invasiv. Das ist hier links mit dem Bild symbolisiert. Über die Umwelt-DNA kann man sehr einfach komplexe Lebensgemeinschaften nicht invasiv und sehr schnell nachweisen. Die Studie hier zeigt das sehr schön, aber es gibt Dutzende andere. Das ist von Didier Pont, ein DNA-Quanet-Mitglied. Vergleich an der rohen eDNA-basierte Art Erhebungen im Vergleich zu klassischen Elektrobefischungsmethoden. Und normalerweise findet man zwischen 10 und 20 Arten jedes Jahr mit dem Elektrobefischen. Wenn man das dann integriert über 10 Jahre, kommt man auf so eine Artenzahl zwischen 25 und 30. eDNA, paar Minuten mit dem ferngesteuerten Boot Wasser gesammelt und man kommt in einem Jahr auf die Artenzahl, die man auch integriert über 10 Jahre findet. Ich will überhaupt nicht sagen, dass da nicht auch Fehler bei sind. Alle Methoden haben auch Schwächen, über die man auch lange diskutieren kann, aber das Potenzial ist sehr, sehr deutlich. Wir haben auch in einem Projekt, das wir gemeinsam mit dem Umweltbundesamt durchführen, das Gleiche gerade hier in Deutschland durchgeführt. Und das Tolle ist, man kriegt nicht nur Biodiversitätsdaten über die im Wasser lebenden Fische, sondern auch die Vögel, die darauf schwimmen oder die Vertebraten, die assoziiert am Gewässer vorkommen. Auch die Wirbellosen kann man, wenn man andere Marker nutzt, analysieren. Also es ist eine unglaubliche Datenquelle, ein echter Schatz, wenn man diese Methoden nutzt. Besonders gut, die Analysen sind einfach und skalierbar. Das heißt, von der Beprobung bis zur Sequenzierung und auch die Analyse, die ist prinzipiell sehr einfach skalierbar auf Hunderte, auf Tausende von Proben. Jetzt kann man sicher fragen, wenn da so viele Vorteile sind, was fehlt denn dann noch? Und es fehlt tatsächlich noch einiges.
Und im Prinzip ist es immer das Gleiche. Wenn irgendeine technische Revolution oder eine gesellschaftliche Revolution kommt, dann ist es erst dann nachhaltig, wenn nach der Revolution, um mit den Worten von Florian Altermatt, ein guter Freund und Kollege, zu sprechen, die Konstitution kommt. Das heißt, der Umbruch muss jetzt auch in klare Regeln umgesetzt werden, denn nur dann kann man ja wirklich den Profit daraus ziehen. Und das ist das, wo es im Moment hapert, wo DNAquanet sehr viel von der Beprobung im Feld bis zur Analyse gearbeitet hat und noch arbeitet. Also was sind Richtlinien, wie wir tatsächlich erstmal die Daten generieren? Das ist nicht so wichtig für NFDI for Biodiversity. Aber der Schritt hier unten, die Analyse von den Daten, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das im Moment noch totaler wilder Westen. Also es gibt ganz viele Lösungen und die sind eigentlich, die allermeisten sind auch gut. Das Problem ist, sie sind dann eben oft nicht vergleichbar. Wenn man unterschiedliche Analyse-Pipelines nutzt, dann sind die Ergebnisse nicht zwingend vergleichbar. Und das schwächt tatsächlich die Daten, wenn man biologische Informationen herausziehen will. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo NFDI for Biodiversity eine ganz zentrale Rolle spielen kann und wo auch andere großartige Projekte in Deutschland, die auch hier Use Case sind, German Barcode of Life zum Beispiel, essentielle Informationen liefern können. Einmal ganz kurz, wie sieht das aus? Wenn man so eine wissenschaftliche Studie sieht, dann steht da irgendwo, wo man die Daten hinterlegt hat. Hier rechts ist mal so eine Studie von uns, das ist das European Nucleotide Archive. In Pangea sind auch 27 eDNA-Meta-Barcoding-Datensätze drin. Da sind dann irgendwo diese riesigen Gigabyte großen Datensätze drin, aber verstreut. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wenn wir Daten vereinheitlichen oder wenn wir Daten wirklich belastbar machen wollen, dann muss man die zentral einmal irgendwie analysieren. Und unser Use Case hat den Vorteil, DNAquanet hat viele Datensätze, oft gekoppelt an EU-Richtlinien. Analyse-Tools sind in dieser Community entwickelt worden, die, glaube ich, auch sehr gut nutzbar sind. Standards, wir haben auf CEN, also auf europäischer Ebene, eine Standardgruppe eingerichtet, die sich mit formalen Standards beschäftigt. Das heißt, dieser Link zwischen NFDI for Biodiversity und dieser Community kann, glaube ich, sehr stark sein. Meine Vision ist es, das ist eher ein Angebot, den ich gerne ausprobieren oder den wir ausprobieren möchten in diesem Use Case 7, diese Datenquellen, kann man die eben durch bestimmte Programmierung in die Research Data Commons, in die Cloud, regelmäßig einfüttern, schnell aber wieder diese riesigen Datenmengen ausspucken und eben die taxonomischen Daten da behalten. Die muss man dann alle Monate wieder updaten und dann Analyse-Pipelines, die für gut befunden worden sind, dort integrieren, um dann eben am Frontend den Nutzern Daten visualisiert zur Verfügung zu stellen. Und um das nur kurz zu zeigen, da haben wir auch durch unser Projekt GDNA, was durch das Umweltbundesamt gefördert ist, Tools entwickelt, die eben an Biologinnen und Biologen sich wenden, nicht an Bioinformatiker, weil sie eben plattformunabhängig grafische Benutzeroberflächen haben und eben aus diesen riesigen Sequenzdaten übersichtliche Statistiken machen. Die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft einfach und oft auch, wie hier dargestellt, interaktiv analysierbar machen. Denn das ist oft das Problem, dass man an der Analyse scheitert. Das wäre was, wo ich denke, das wäre sehr sinnvoll, in diese Research Data Commons Plattform einzubinden. Es gibt Schnittstellen tatsächlich auch unmittelbar zur behördlichen Anwendung, sicherlich auch von großem Interesse. Sprich, um zum Abschluss auf diese Abbildung nochmal zu kommen, wir haben die Revolution, wir müssen uns über die Konstitution Gedanken machen. Und wenn man hier oben über dieser Konstitution dieses göttliche Auge sieht, da sehe ich so ein bisschen NFDI for Biodiversity, dass man über diese Regelwerke, diese Regeln, die geschaffen werden, jetzt ein Auge darauf hat, auch wenn es vielleicht kein göttliches ist, so doch eins mit sehr viel Übersicht. Damit möchte ich mich bedanken und für Fragen stehe ich nachher gerne zur Verfügung.